So, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, ich habe reingeguckt in der Audio-Meet, hat alles funktioniert. Das heißt, wir können direkt weitermachen. Ja. So, immer noch Level 0. Aber jetzt können wir die ersten eigenen Strecken fahren. Vielleicht können wir dann noch ein paar längere Strecken fahren. So, ich war ja schon mal ganz schnieke. So, wir haben Jobs und schnelle Aufträge. Mehr haben wir noch nicht. Sad Life. Ach, siehst du übrigens, ich kann mal ganz kurz gucken hier. Hauptmenü, Startmenü. Ich mal gucken, wegen dem Mod-Manager. Ne? Also DLC-mäßig müsste ich eigentlich alles haben, was so aktuell alles drin ist. Ja. Wurde das hier sortiert eigentlich? Keine Ahnung. Aber das letzte. Das letzte, was wir hier hatten, müsste ja dieses Nebraska gewesen sein. Also genau, Nebraska. Genau. Ist auch relativ neu. Ja, aber da wollen wir gar nicht reingucken, sondern ich würde gerne hier beim Mod Manager mal reingucken und dann gucken, was wir hier so für Mods haben und würde mir nämlich die bei dir gerne mal wieder aktivieren. Alles andere brauchen wir nicht. Aber das hier, was ist das eigentlich? Wann habe ich mir das gezogen? Hoffen wir jetzt zu den Mikro-Sachen hier. Aber ich glaube, wir brauchen die beide. Änderung bestätigen. So. Dann setzen wir mal fort. So. 2200. Siehst du, wir können ja jetzt in der Staffel ja auch ein bisschen gucken mit Gebraucht-LKWs, aber auch die können wir so nicht. Gut, okay, mit 2000 kriegst du auch keinen Gebraucht-LKW. So. Da brauchst du auch schon so mindestens 30.000 oder so. Von daher, wie gesagt, wir müssen erstmal ein paar Missionen machen. So, ich würde mich aber nicht unbedingt hier gerne auf San Francisco beschränken, sondern würde auch tatsächlich. Ich könnte einfach mal hier so eine Mission starten. Einfach mal so bei den ganzen neuen Gebieten. Spanplatten. Ja, nee, ist klar. Guck mal, hier kriegen wir gleich 6.000 mit einmal. Das ist doch gar nicht verkehrt. Möbel. Wie viel Leistung hast du? 500 PS. 500 PS. Diese, die hat nur 370 PS. Gut, dann nehmen wir das. Let's go. Möbel. Fahrweise für Otto. Ikea. Keine Ahnung. Immer unten diese Dinger da. Diese Achievements. Ha. Ich mag alles an diesem Spiel. Einfach alles. Guckt euch diese Welt an. Diese Züge. Ha. Hat schon was. Gut. Okay, wir fahren los. Das würde ich nämlich auch sagen. Wie kommen wir hier eigentlich raus? Ich glaube, wir können da hinten lang fahren. Von daher. Gucken wir mal. Ob wir hier rumkommen. Ah, ein Planauflieger. So. Alles steht. Gut. Schöne Loks. Biege nach rechts ab. Oh, da kommt ein Zug. Da war hinter uns. Rast jetzt in den anderen Zug hinten rein? Nee. Bleibt bestimmt dran vorbei.
Nice. So. Ach, siehst du? Da fällt mir gerade mal auf. Ich wollte noch Musik einspielen. Gut. Lass mich mal ganz kurz hier an den Rand stellen. Muss ich dafür das Spiel beenden? Ich probiere einfach mal so. So. Gehen wir mal hier ganz kurz auf Workstation. Ungefähr so. Save. Wir können Truck Simulator. Music. Genau, die ganzen alten Sachen hier. Die können alle raus. Bam. So, und wir brauchen dafür stattdessen Punkt. Wo kommt jetzt er daher? Recording, American Truck Simulator, Music und genau 670. Dateien. Dauert ein bisschen. Boah. Es ist so krank mittlerweile. Einfach mal 2 GB einfach mal innerhalb von 2 Sekunden kopiert. Let's go. Moderne SSDs sind schon echt krank. Dann können wir eigentlich auch gleich mal die Musik bei ETS einfügen. Euro Truck Simulator, Music, da kann das dann auch raus. Und auch rein. Dann haben wir das auch. So. Okidoki. Und so. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt auch gerade gehe. Ah, hat er gleich aktualisiert. Sehr geil. Das ist natürlich Herz aller Liebs. Da können wir nämlich jetzt tatsächlich einfach sagen, Shuffle und Play. Wobei ich nicht weiß, warum es überhaupt jetzt als ich so random angeordnet ist. War doch früher nicht so, oder? Naja. Man kann sein, dass es gerade lauter ist. Oder ist einfach nur mein Kopfhörer gerade so laut? Ah. So, Drive. Let's go. Oh, wie schön grün hier alles ist. Demnächst rechts abbiegen. Der kommt mir total laut vor. Ich gehe mal wieder runter auf 4. Biege nach rechts ab. Ist das da hinten diese Leuchtkuppel? Dieser, das war ja in Las Vegas. Nevermind. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Police!
Da vorne wird's haarig. Oh, davon aber ist schon wieder enger. Wow. Die wollen mich ärgern. Geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Hä? Immer geradeaus. Ah, lol. Ha. Nee, ich glaube, Fotos machen wir erst, wenn wir unseren ersten einen LKW haben. Die wir dann auch schön lackieren können. Solange lasse ich die ganzen Fotos erstmal, erstmal Fotos sein. Warum bremst der vor uns andauernd? Was ist mit dem los? Immer geradeaus. Erstmal schön den Gegenverkehr abdrängen. Let's go. Weil technisch gesehen hat er mich abgedrängt, also. Aber. Oh, mal Gas geben hier. Das geht mir jetzt weg ab. Let's go. So, bei der LKW echt nicht. Ne, gut, andererseits, ich meine, wir haben fast 20 Tonnen auf der Achse. Ja, nee. Ein bisschen weniger schon, aber. Wir haben auch nicht gerade den stärksten LKW, muss man auch sagen, ne?
Oh, schon waren wir zu schnell. Ja, moin. War doch gerade ein großer Vogel, der da lang geflogen ist. Der Schatten auf der Straße war relativ groß. Gibt's hier Adler? Wahrscheinlich, ne? Was? Schon nur 65? Da liegt noch am Arsch. Aber wenn man bedenkt, alleine diese 65 ist halt, ne, man sieht da unten vielleicht, da ganz klein die Kmh-Skala. Das sind schon über 100 km/h. Also einfach so schön, dass du halt in Amerika relativ schnell vorankommst. Und aber auf der anderen Seite. Wenn du halt beide Spiele spielst oder nach ATS mal wieder ETS spielst, dann kommen dir halt diese 80 km/h, wenn du mal 80 fahren kannst, halt trotzdem unglaublich langsam vor. Der ist schon krank. Ich meine, hier gibt es auch Straßen, wo du nur mit 55 mph lang fahren darfst. Das sind dann ja auch so um die, also auch das sind dann etwas mehr als 80, aber trotzdem auch so um die 80, sag ich jetzt mal. Aber ist ja, vielleicht auf den meisten Straßen auf 65 fahren, häufig sogar 75. Also das ist natürlich, da hast du dann ja schon noch mehr, weiß nicht, 120 oder sowas auf dem Tacho. Ja, also Umrechnung ist ja 1 zu 1,6, so. Also 100 mph sind 160 km/h. So ungefähr, so ganz grob. So Pi mal Daumen. Kann man vielleicht auch hier unten auf der Skala gut erkennen. 100 mph, 100 km/h. Ja, genau, siehst du? Da, 100 ist genau bei 160. Also das ist wie gesagt, ne, es ist so ganz grob. Also du hast ein paar Nachkommastellen. Und ich glaube sogar, du hast auch ein bisschen mehr. Also es sind irgendwie 100 mph, sind irgendwie 161 oder 162 km/h. Aber wie gesagt, so ganz grob kann man sagen, 1,6. Als Faktor. Euch das an. Finde ich immer wieder schön, wenn du wirklich so, was du in Amerika relativ häufig hast mit den Intersections, dass du da wirklich so verschiedenste Ebenen hast. Und wenn du dann halt so über der oberen Ebene drüber fährst und dann von dort auch so, weiß nicht, über ganz San Francisco gucken kannst oder welche Stadt auch immer du gerade bist, ist immer schon echt geil. Weil in Amerika hast du ja auch relativ, also gerade bei den Städten, hast du ja auch häufig, dass sie halt auf dem Flachland sind, so. Das heißt, du kannst auch, wenn du ein bisschen höher gelegen bist, kannst du halt auch ultra weit gucken. Solange du jetzt nicht irgendwo in Downtown bist, wo du viele Hochhäuser hast. Aber so lange, wie du halt im Speckgürtel, sag ich jetzt mal, bist, wo du halt so diese ganzen Vorortgegenden hast, mit den ganzen vielen kleinen Straßen, mit den Einfamilienhäusern und alles, da kannst du halt extrem weit drüber gucken. Der ist schon, sehr, sehr schnieke. Macht schon echt was her. Aber vorne wird es mit einspurig.
Sag mal, warum sehen die Bäume so papiermäßig aus? Da haut doch irgendwas gerade nicht hin, kann das da. Nicht beenden. Option, da wollt rein. Ich hab doch Umgebungs- und so alles hochgestellt, oder? Vegetationsdetail, ja, ist hoch. Höher als hoch geht nicht. Die Bäume sehen irgendwie ganz schön. Nee, jetzt nicht so geil aus. Die sehen ja schon sehr papiermäßig aus. Na gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ah ja, natürlich wollen wir alle nach rechts. Biege nach rechts ab. Ah, kommt Leute. Warum rennst du? Warte mal. Junge, fahr die ganze Straße frei. Werde ich hier von anderen LKWs abgezogen, Alter, klopft nicht. Noch 17 Meilen. Ja, mein schönes Ziel. Schnieke. Und diese ganzen Steam-Errungenschaften da unten, ey. Eieiei. Vor allem, das scheint wirklich direkt im Spiel eingebettet zu sein, weil ich nehme in OBS das Fenster an sich auf. Und ich dachte immer, dass diese Steam-Sachen da... Und er bremst ja auch noch, natürlich. Alle bremsen hier, was ist hier los? Verdammt. Ja. Dass diese Sachen da unten halt separate Fenster sind, die halt on top dargestellt werden, so. Aber es ist halt wirklich direkt im Spiel selber eingebettet. Deswegen man die Sachen halt auch immer direkt in OBS sieht. Obwohl ich nur das Fenster aufnehme. Die Ausfahrt rechts. Sad life. Aber gut. Müsst jetzt halt durch. Biege nach links ab. Oh nein. Schauen wir noch? Jawohl. Ich sollte vielleicht doch bremsen. Ja moin. Bleib bei dir, mein Junge. Ich brauch Platz. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach hinten, okay. Och nö. Verdammt. Die Grünphase hätte locker geschafft. Wenn ich mich da nicht in den Rasen gelegt hätte. Deprimierend. Oh, das ist ein Schulbus. Hui. Sexy as fuck, boy. Ob wir da vorne die Grünphase schaffen? Stimmt nicht, ne? Links halten und dann links. Ah, natürlich nicht. Natürlich nicht. Biege nach links ab. Okay. Warum? Geh mal mit meinen Blinkertasten nicht. Ich hab doch X, Y und X auf Blinker eingestellt. Option. Tasten. Hm.
Ach ja, es war jetzt. Ach ja, ja, ich habe ja eben da. Und ich habe ja für Multiplayer die Sachen da. Ah. Ah, gut. Naja. Normalerweise aktiviere ich die Blinker ja eben mal über die Maustasten. Ne, also, ich habe das so eingestellt, dass die linke Maustaste links blinken, rechte Maustaste rechts blinken. Und die mittlere Maustaste ist dieser Innersicht-Zoom, das hier. Damit ich die Sache, die, ne, die ich meistens brauche, ich auch immer griffbereit habe. Warum ist da dieser hässliche Laternenmast? So. Damit haben wir dann auch die zweite Fracht erfolgreich, also ohne Schaden, ausgezeichnet, abgeliefert. Und haben tatsächlich das erste Level geschafft. Ja, leck mir morsch. Das ist doch the dream itself. Ich würde mal sagen, wir machen als allererstes. Ja, ich würde schon erstmal, damit wir möglichst schnell an möglichst lange Strecken kommen, direkt mal hier einen Fernfahrer reinbuttern. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.